Ich bin sofort bei euch, meine Lieben. Hallo, meine lieben Freunde der Nacht. Ich bin eure famous Mary from Bavaria. Ich bitte um Applaus. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich heute auch in diesem illustren Kreis was zu diesem Thema sagen darf, meine lieben Freunde. Es ist, wir haben es sogar gehört, von den diversen Doktoren, die geredet haben. Was ist denn das? Warum bringt sich denn der Mensch gegenseitig um? Das ist eine große Frage. Meiner Meinung nach, ich sage immer, weil er nicht mehr weiß, wo er herkommt, das ist es so. Er weiß es nicht, das vergesse ich, weiß es. Die ganze Welt, meine lieben Freunde, danach, das ist ein Ministerium. Sein einziges Ministerium. Es gibt so viele Dinge, die kann man sich einfach nicht erklären. Da brauchst du einen Mond. So ist ein Mond. Ne? Mal ist er da, dann ist er wieder weg. Gut, ihr könnt natürlich sagen, das kommt von der Sonne. Ja, aber mit der ist er selber geschissen. Das ist jetzt natürlich, ich meine, klar, es gibt natürlich so Leute wie der Stephen Hawking, so, gesagt, ja, mei, das kommt alles vom Urknall, weißt du, die sind ja alle, wir sind ja nur mitten im Urknall drin, deswegen dehnt sich ja die Welt immer noch weiter aus, das ganze Universum dehnt sich immer noch weiter aus, genauso wie ich. Und schuld an allem sind diese Quantenquarks, diese quadratischen Teilchen, diese kreislichen. Meine lieben Freunde, jetzt weiß ich nicht, kennen Sie die Quantentheorie? Es ist kein Thema, ich erkläre es euch ganz kurz. Und zwar, ihr wisst, wie es heißt, es heißt alle Materie, oder? Das ist alle langläufig begann. Wir sind lebendige, gell, spitzt du mit den Ohren, gell? Hörst du mich gut, ja? Alle Materie, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ja alles lebendige Materie. Und innen drin, das ist so viel, innen drin der Materie, da sind so mini, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mini, kleine Atome. Genau. Und in diesen ist schon so Atome sind noch voll winzig kleine Quantenquarks. Meine lieben Freunde. Jetzt hat man sich natürlich die Frage gestellt, was machen jetzt diese Quanten? Was machen die? Was tun sie drinnen drin in uns? Schaut sie raus, die verhalten sich, mal fahren sie sich wie Wellen. Dann plötzlich wieder wie Schwingungen, dann wieder wie. Aber das kommt ganz darauf an, ob man sie beobachtet oder nicht. Sagst du dir noch ehrlich? Ja, was machen dann diese Quanten, wenn man sie nicht beobachtet? Das weiß man eben nicht, meine lieben Brüder. Das ist es. Das ist ja dieses Ministerium, verstehst du? Das musst du mir vorstellen. Die Quanten verhalten sich abhängig davon, ob man sie beobachtet oder nicht und vor allen Dingen auch, wer sie beobachtet. Es ist so, das ist nur was anderes, wie du, verstehst du? Meine lieben Brüder, danach, ihr könnt euer ganzes Weltbild in die Tonne hauen. Das ist nicht so, wie sie alle dabei meint, dass die Welt so ist, wie sie ist. Ihr schaut es euch an und dann darf es analysieren und katalogisieren, stellt es ins Museum, da wisst ihr, wie die Welt ist. Ist das dann die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern die Welt ist so, wie ihr sie seht. So schaut es aus. Will sagen, wenn wir nicht schon alle dabei von Haus aus wissen, dass es das Deppen gibt, gab es es gar nicht. Das ist so. Also. Das ist dasselbe mit der Zeit, was die Leute meinen noch dabei, das ist Zeit, das ist wie Zug von der Fahrt von A nach B und ist eine Zeit vergangen. Das ist nicht so, dass die Zeit von da nach da verläuft. Das ist alles ein totaler Schmarrn. Die Zeit, die verläuft nicht von da nach da, die Zeit, die verläuft so.
Und dazwischen ist das Wurmloch. Was ist das? Hm? Da kannst du theoretisch in die Vergangenheit, das ist ja einfach so, weil die Welt ist ja so, das musst du dir vorstellen, in meiner Familie, es gibt es immer noch. Die einen in meiner Familie sagen, ja, die Mary, das ist vielleicht eine geile Sau. Und die anderen sagen, hörst du mit der Mary auf, mit der blöden Sau. Das ist das Relative im Relativen, das Relative im Relativen. Und na klar, kann sich das natürlich hergehen und durch so ein Wurmloch in die Vergangenheit reisen, meine lieben Freunde. Da hätte ich da meinen Ur-Ur-Ur-Opa umbringen, dann war er gleich in Ruhe mit der ganzen Pläne verwandelt. Und das Schöne ist, mich würde es nicht betreffen, weil ich entstamme ja am Seitensprung von der Ur-Ur-Ur-Oma. Ich meine, ich bin ja nicht blöd, weißt du? Das ist so. Ja. Das ist so. Aber ich sage wirklich, das ist die Menschheit, es ist für mich ein einziges Ministerium. Das ist wirklich, weil mir klar, weil der Mensch nicht weiß, wo er herkommt, das ist klar, der weiß auch nicht, wo er zu Hause ist. Ich sage immer, wer in sich selber wohnt, ist überall daheim. Aber die Leute gehen ja lieber ins Hotel. Die sagen immer, nein, zu Hause, denen fallen die Decke auf den Kopf, sie müssen da einen Tapeten wechseln, und dann gehen sie ins Hotel. Wie mir leidlich träumt hat. Also träumt. Also wenn ihr mich nicht versteht, dann spreche ich Englisch, gell? I had a dream. Ich bin geträumt, ich bin mit Donald Trump verheiratet. Und wir waren in so einem Wellnesshotel auf Ayurveda-Kur im Allgäu. Und er ist allerweil mit seinem weißen Plüschbademantel durch die Wellnesslandschaft und hat allerweil gesehen, Ayurveda first, gell? Und ich habe ihm das Toupet hinterher dran. Ja, wenn die weiter so war wie in meinen Träumen, dann war es auch anders, gell? So, die Leute gingen so gerne. So. Gut, ich sage allerweil, ab 500 Euro pro Nacht ist die Welt auch überall bewohnbar. Ob es New York, Tokio oder Timbuktu oder sonst irgendwo, ab 500 Euro pro Nacht hast du, egal wo du bist auf der ganzen Welt, eine Badewanne im Zimmer und zum Frühstück gibt es Rührei. Auf der ganzen Welt gibt es zum Frühstück Rührei, meine Lieben. Aber die interessante Frage ist jetzt, warum gibt es auf der ganzen Welt Rührei? Warum? Weil es auch überall Hühner gibt. Weltweit gibt es 6 Milliarden Händler, meine Lieben, die sind 2 Personen, Chicken McNuggets am Tag pro Person. So schaut's aus. Aber warum gibt es überall so viele Händler? Doch nicht, weil die Händler so glücklich sind und so gerne Eier legen. Nein, weil sie nicht davonfliegen können. Wenn du heute zu so einem Händler sagst, hey Händler, du bist in Wirklichkeit ein Vogel und deine Heimat sind die Lüfte. Dann schaut's blöd. Oh. Selbe wie bei Menschen. Wenn du heute zu Menschen sagst, hey Mensch, you're a part of something greater and your home is in your heart, dann schaut er auch blöd. Die haben herausgefunden, meine Lieben, dass der Mensch in den letzten 5000 Jahren seiner Evolution, also auf his Evolution, dass der nicht glücklicher geworden ist. Das musst du mir vorstellen. Seit die Pharaonen ist der Mensch nicht mehr glücklicher geworden. Ja, klar, aber nicht glücklich. Das ist so. Ich sage ja dabei, aber warum geht es jetzt am Menschen anders gegeben wie die Essiggurkel? Die Essiggurkel, die sind ja auch so unglücklich. Ja, schaut euch doch einmal die Evolution von so einem Essiggurkel. War ja der Weg von der wilden, ungebändigten Strauchgurke hin zur kultivierten Gartengurke schon nicht leicht. Aber dann noch der Weg hinein ins Einwegglas, Zampfert, mit anderem, sauren Milieu. Brutal.
Und jetzt kommt es, auf der ganzen Welt Essiggurkel kaufen, aber gar nicht einmal als Essiggurkel, sondern meistens bloß als saures Topping auf einem Hotdog. Und deswegen ist das Essiggurkel so unglücklich. Weil es nicht mehr weiß, wie es ursprünglich einmal ausgeschaut hat, weil es nicht mehr weiß, wo es ursprünglich einmal hergekommen ist. Es weiß nur, dass es mit dieser fettigen, blassrosa Wurst, auf der es gerade liegt, ursächlich nichts zu tun haben kann. Das ist es, meine. Du bist zumindest unglücklich. Dann fragt er sich einmal, wo geht es denn noch hin mit den Menschen? Das ist ja klar. Wenn der die letzten 5000 Jahre schon nicht glücklich geworden ist, was ist denn da noch hingehen? Ne? Das fragt sich der Dackel nicht. Der Dackel, der schnuppert sich von Baum zu Baum und dann steht er im Wald. Weißt du das? Aber der Mensch fragt sich immer, wo geht es denn hin? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Neulich habe ich gelesen, haben sie ja, es ist ganz interessant, da haben sie ein Karnickel gekreuzt mit den Zellen von einer fluoreszierenden Qualle und rausgekommen ist ein grüner Leuchthase. Vielleicht ist das ja die Zukunft der Menschheit, dass wir in Zukunft Karnickel aufhängen als Straßenbeleuchtung. Was? Noch dann fahren Sie nach dem nächsten Karnickel bitte links. Was? Oder können Sie sich noch an diese Maus erinnern? Diese Maus, der so ein Ohr, ein menschliches Ohr auf dem Rücken drauf gezüchtet hat. Das war vielleicht gruselig, oder? Diese Maus mit diesem Ohr auf dem Rücken. Das ist so eine Erinnerung. Also da denke ich mir auch, was, wenn der Mensch sowas züchten kann, eine Maus mit einem menschlichen Ohr auf dem Rücken, ja, dann konnte er zwar menschliche Ohren züchten mit in der Mitte einem Mäusehirn. Und ich sage euch, die Versuchsreihe hat bereits begonnen. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was so wichtig ist. Oder dann diese Cyberwesen, meine Lieben. So, jetzt immer mehr Cyberwesen, weißt du? Halb meldend, halb elektronisches Gerät. Also, so gesehen ist ein heißer Mensch mit einem Hörgerät ein Cyberwesen. Das wird nun mal überhand nehmen, wird sehen. Ich meine, angenommen, du bist jetzt eine alleinstehende Frau und dir fällt der Ringfinger. Das wird in Zukunft überhaupt kein Problem sein, weil dann lass du dir einfach deinen Ringfinger neu mit dem 3D-Drucker wieder ausdrucken. Und dann sagst du natürlich, ja, warum ist bloß ein Ringfinger? Gleich also ausdrucken, warum nicht gleich mit einem perfekt lackierten Fingernagel? Dann lass du dir natürlich einen Ringfinger mit einem perfekt lackierten Fingernagel ausdrucken. Das ist logisch. Und dann schaust du dir deine Hand und sagst, ja, warum jetzt bloß ein Ringfinger mit einem perfekten Ringfinger? Warum nicht kleiner Mittelfinger zeigen, wenn der Dame dann einen kleinen Finger auch noch mit einem perfekten Ringfinger? Warum überhaupt bloß 5 Finger in der Hand mit perfekten Ringfinger? Warum nicht gleich 37 Finger mit perfekten Ringfinger? Was ich sagen will, wenn in Zukunft ein Mann einer alleinstehenden Frau gegenübersteht, mit 17 Händen und jeweils 37 Finger mit perfekt lackierten Fingernagel, ja, glaubt ihr, dass der nur sagt, die Frau ist nicht gleichberechtigt? Ja, mir ist das auch manchmal ein bisschen zu philosophisch, was ich sage. Ja. Was machst du jetzt so beruflich? Bis die Antwort habe. Was? Willst du eine Antwort haben? Ja, natürlich, Willi. Was fragst du jetzt so blöd umeinander? Frage, Antwort. Guter Mann. Ich beschäftige mich mit Eiweißen. Du beschäftigst dich mit Eiweißen? Das klingt Zukunft. Ja. Weißt du, was hier gibt mit einem Menschen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin ja gekommen, um was zu lernen jetzt. Ja, du wirst wahrscheinlich genauso blöd, wie du heimgehst. Ja, jetzt sei nicht gleich wieder beleidigt. Du hast ja einen wunderbaren Vortrag gehalten. Jetzt wissen wir wieder, dass alles einfach so ist, wie du es sagst. Und so. Ja, aber ich soll ja vorher auch schon gewusst werden. Und nicht alles. Ja, wenn du es zu nicht weißt, was wir geben, ich weiß es auch nicht. Die haben ja sowieso gesagt, du, es wird in der Zukunft, meine lieben Freunde, danach,
Es wird Roboter geben, die kannst du von einem Menschen nicht mehr unterscheiden. Ja, die riechen wie Menschen, die schauen aus wie Menschen, die fühlen sich an wie Menschen, das sind aber Roboter, verstehst du? Das ist so. 37 Finger. Hm? Mit 37 Fingern. Mit 37 Fingern, das mag schon sein. Nein, aber weißt du, das ist, ich weiß nicht, wie heißt denn du? Thomas. Du Thomas. Jetzt pass mal auf. Mhm. Da wird es einen Roboter geben, mein lieber Thomas. Mhm. Der schaut genauso aus wie du. Hey. Und genauso geschaut, dieselbe Brille. Verstehst du, beschäftigt sich auch mit Eiweißen. Gibt aber gleich eine Antwort, wenn man fragt. Das ist auch so. Das ist ein großer Unterschied. Jetzt kannst du, jetzt weiß ich nicht, bist du verheiratet? Ja. Ja, sei froh. Weil du kannst jetzt mal ausrechnen, wer jetzt auf dem Heiratsmarkt mehr Chancen hat. Du oder dein Roboter. Das ist es. Weißt du, das ist ja der Neandertaler, der ist ja auch ausgestorben, weil ihm der Homo sapiens irgendwann mal evolutionsbedingt überlegen war. Ja, sagt bitte, dass nicht der Homo sapiens auch ausstirbt, weil ihm der Roboter irgendwann mal evolutionsbedingt überlegen ist, weißt du nicht. Was ist das? Braucht es eine Frank? Das ist, weißt du, weil der Mensch fragt sich immer, wo geht es noch hin mit der Menschheit? Nicht? Und weil er es einfach nicht weiß, hängt er sich einen Dackel an die Leine.